Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 75 Jahren fand in London die Sechs-Mächte-Konferenz statt. Sechs, also die drei der vier Siegermächte ohne die Sowjetunion plus die Benelux-Staaten, haben sich dort getroffen, um über die Zukunft Deutschlands zu entscheiden. Was sollte aus diesem Deutschland werden? Sollte es nochmal ein einheitlicher Staat werden, der vielleicht sogar wirtschaftlich, politisch Macht bekommt? Und einer dieser sechs Mächte, einer dieser sechs Staaten, die dabei waren bei dieser Konferenz, die wollten das nicht. Die wollten kein starkes Deutschland haben. Die wollten Deutschland schwach halten. Die wollten es im Idealfall sogar aufteilen, damit es nie wieder so stark wird und so eine Macht bekommt, die es ausnutzen und missbrauchen könnte, wie man es im Vorfeld der beiden Weltkriege erlebt hat. Und der Staat, der das verhindern wollte, dass es nochmal ein mächtiges, starkes, einheitliches Deutschland gibt, das war Frankreich. Unsere Nachbarn, die waren gegen die Idee. Zum Glück für uns haben die Briten und vor allen Dingen auch die US-Amerikaner die Franzosen davon überzeugen können, dass ein starkes Deutschland auch positiv sein kann. Auch positiv für die Zukunft Frankreichs sein kann. Und so haben diese Staaten sich gegen die Ideen Frankreichs bei der Sechs-Mächte-Konferenz 1948 durchgesetzt. Und 15 Jahre später sah das Verhältnis schon ganz anders aus. Etwas damals Undenkbares ist geschehen. Deutschland und Frankreich, die lange Zeit, lange Jahrzehnte, Jahrhunderte Erbfeinde waren, haben plötzlich einen Vertrag unterschrieben, einen Freundschaftsvertrag. Und heute ist aus dieser Freundschaft wirkliche, grenzüberschreitende Freundschaft entstanden, hat sich entwickelt. Wir alle hier im Saarland wissen das besser als viele andere im Rest der Republik, was diese Freundschaft, was diese Zusammenarbeit auch bedeutet. Und deshalb freue ich mich ganz herzlich, Sie hier heute Abend begrüßen zu dürfen im Namen der Unionsstiftung. Mein Name ist Dominik Holl, ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der Unionsstiftung. Freue mich, Sie hier heute auch in Sulzbach begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank an Michael Adam, den Bürgermeister der Stadt Sulzbach, vertretend für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das heute hier in der Aula in Sulzbach möglich gemacht haben. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ich freue mich, Ihnen heute Abend einen fantastischen Vortrag über die Geschichte des Freundschaftsvertrags, den ich eben angesprochen habe, präsentieren zu dürfen. Ich freue mich, Ihnen den Referenten vorstellen zu dürfen, Professor Dr. Ulrich Pfeil. Er ist der Experte, was den Élysée-Vertrag angeht. Hat die wichtigen Handbücher dazu geschrieben. Er wird Ihnen heute die Geschichte des Élysée-Vertrags näher bringen. Ich freue mich ganz besonders auf diesen Vortrag und Sie dürfen natürlich mitmachen. Sie müssen nicht nur hier sitzen, hier in der Aula oder zu Hause vor den Geräten und zuhören, Sie dürfen auch aktiv mitmachen. Sie dürfen im Anschluss an den Vortrag Ihre Fragen stellen zum Élysée-Vertrag, zur deutsch-französischen Freundschaft. Sie dürfen sie dann auch gerne in den Chat schreiben, wenn Sie online zuschauen und ja, auch aktiv an dieser Veranstaltung mitmachen. Ich werde mich jetzt zurückziehen. Die Moderation nachher übernimmt Paul Langer, der übrigens ein Student von Professor Pfeil ist. Und vorher, bevor wir auch den Vortrag hören, noch ein Grußwort des Hausherrn. Ich darf Herrn Adam auf die Bühne bitten und wünsche Ihnen jetzt schon viel Spaß und sage Dankeschön, dass wir hier sein dürfen und Dankeschön jetzt für den Vortrag. Ja, herzlichen Dank, Herr Holl, für diese einführenden Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch zu Hause an den Geräten, herzlich willkommen hier in Sulzbach zu diesem profunden Vortrag von Herrn Professor Pfeil. Ich darf Sie sehr herzlich in unserer Aula begrüßen. Wir erleben im Moment ja in diesen Zeiten, dass viele Veranstaltungen deutsch-französisch auch stattfinden, aber ich darf mit dem ehemaligen Generalkonsul Frédéric Giraud sagen: Herzlich willkommen an Sie in der frankophilsten Stadt des Saarlandes. Frédéric Giraud hat das tatsächlich hier gesagt. Und wir haben deswegen auch, wir, in dem Falle nicht Pluralis Majestatis, sondern wir, Wolfgang Winkler, der unser ehrenamtlicher Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit ist, Stefanie Bungert-Wickert als Mitarbeiterin von unserem Kulturamt. Wir haben überlegt, wie können wir diese Präsenz von Frankreich in der Stadt Sulzbach noch mal ein Stück weit
weiter auch verfestigen. Und Sie sehen es hier, meine Damen und Herren, wir haben in Sulzbach dieses Jahr 2023 zum Frankreich-Jahr ausgerufen. Sie sehen es auch an diesem tollen Logo der ineinander fließenden Farben. Wir hatten schon hier auf der Bühne eine tolle Eröffnungsveranstaltung mit einem Festakt. Und ich kann Ihnen nur etwas auch Appetit machen auf die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr. Wir haben eine eigene Internetseite eingerichtet. Auf dieser Internetseite finden Sie alle Veranstaltungen, die in diesem Frankreich-Jahr ablaufen, auch die heutige. Herzlichen Dank an die Union-Stiftung, dass Sie diese Veranstaltung hierher nach Sulzbach gebracht haben, dass das ein weiterer Baustein auch dieses Frankreich-Jahres ist. Und wir haben eine ganz breite Palette heute Abend, einen sehr profunden Vortrag in wenigen Tagen, nämlich am 11. März, unser deutsch-französisches Chanson-Festival, ebenfalls hier auf der Bühne, das einzige in ganz Europa, soweit wir wissen, das Deutsche und Französische, also Liedermacher und Chansonniers, zusammenbringt. Es gibt noch einige wenige Restkarten, also wenn Sie Interesse an Musik haben, auch an Chansons und Liedermachern, dann 11. März unbedingt Knoten ins Taschentuch machen, kommen Sie nochmal hierher nach Sulzbach. Ich sage herzlichen Dank, lieber Herr Holl, dass Sie das organisiert haben, heute hier in Sulzbach zu sein, in der Sulzbacher Aula. Dankeschön dafür, für diesen Baustein im deutsch-französischen Jahr, das wir gemeinsam begehen wollen, um diese Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich weiter zu verfestigen, auch weiter auszubauen. Ich glaube, das muss unser Ziel sein. Wir erleben kriegerische Auseinandersetzungen im Moment auf europäischem Boden und umso wichtiger sind diese Beziehungen zwischen Menschen verschiedener Staaten, um sich kennenzulernen und miteinander auch diesen Frieden zu leben. Aber jetzt werden wir sicherlich hören, wie sich diese Freundschaft entwickelt hat. Herr Professor Pfeil, nochmal herzlichen Dank, dass Sie da sind und ich wünsche Ihnen jetzt hier in Sulzbach viel Vergnügen zu diesem Vortrag von Herrn Professor Pfeil. Herzlich willkommen nochmal. Ich habe hier, ja, funktioniert, Sie hören mich. Ja, Sie haben schon gehört, Sie erwartet ein toller oder ein profunder Vortrag ohne, da ist natürlich die Latte jetzt sehr hoch gehängt hier. Ich freue mich auch, hier bei Ihnen heute zu sein. Gebe zu, ich bin das erste Mal in meinem Leben in Sulzbach. Saarbrücken kenne ich mittlerweile ganz gut. Wie Sie sehen hier, jetzt könnte ich sagen, ich bin aus Metz mal kurz rübergekommen, ich bin aber aus Paris heute Morgen, also heute Mittag gekommen, deswegen zeigt das aber natürlich auch die Realität der deutsch-französischen Beziehungen, dass mittlerweile und ohne größere Probleme und seit Jahren schon deutsche Professoren an der Universität Lorraine sind und sich da eben auch ein Austausch permanent mit den Studenten und Studentinnen ergibt. Ja, wir haben dieses Jahr, das feiern Sie, das habe ich hier ja auch sagen angekündigt, das sehen Sie hier auch an dieser Karikatur, die der berühmte Karikaturist lange bei Le Monde gearbeitet hat, Plantu, zum 60. Jahrestag veröffentlicht hat, wo Sie zum einen natürlich, das erkennen Sie natürlich sofort, Konrad Adenauer und Charles de Gaulle, wie auch natürlich Emmanuel Macron und Olaf Scholz sehen. Dass es, wie Sie es eben auch schon angedeutet haben, zu dieser deutsch-französischen Freundschaftsvertrag kam, war natürlich gar nicht so vorauszusehen, wenn man sich diese Vorgeschichte anguckt. Sie haben vorhin von der Erbfeindschaft gesprochen, die ja im 19. Jahrhundert entstanden war. So weit will ich gar nicht hier jetzt zurückgehen. Aber wenn wir dann doch noch mal auf die Kriegszeit zurückgehen, denn das ist ja der Moment am Ende dieses Krieges, wo die deutsch-französischen Beziehungen dann im Jahre 1945 an einem Tiefpunkt waren. Nach den 4 Jahren deutsche Besatzung in Frankreich, die natürlich auch dieses Kollaborationsregime
des Marschall Pétain, den Sie hier mit dem, bei dem berühmten Foto, diesem Händedruck mit Hitler sehen. Diese Besatzung Frankreichs, zum einen erstmal in einer besetzten Zone, eine unbesetzte Zone, und dann aber dann in letzter Zeit dieser Besatzung hat Deutschland dann ja das ganze Frankreich besetzt. Aus diesen Jahren sind natürlich, kann man mehrere Dinge herausholen. Ich will das auch gar nicht jetzt so lange machen, aber ich will einen Punkt hier herausziehen, der zeigt, was in Frankreich unter anderem passiert war in diesen Jahren. Und das ist das Massaker in Oradour-sur-Glane, in der Nähe von Limoges. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Treibt eine Waffen-SS-Division Frauen und Kinder in die Kirche, steckt die Kirche an, und über 600 Frauen und Kinder verbrennen hier. Sie sehen das hier auf der rechten Seite. Die Männer werden erschossen. Das Dorf wird niedergebrannt, ist eine Ruine, wie Sie es hier auch auf dem Bild sehen. Das ist das Symbol für diese deutsche Gewalttätigkeit in dieser Zeit. Vor wenigen Tagen, vor zwei Wochen vielleicht mittlerweile, ist der letzte Überlebende von Oradour, dieses Massakers, gestorben mit fast 100 Jahren. Das zeigt, dass eben hier auch in Frankreich, und man hat manchmal den Eindruck, dass gesagt wird, dass sich Deutschland und Frankreich sozusagen versöhnen konnten, war ja gar nicht so schwer, wenn man das mit Polen oder der Sowjetunion oder auch der Tschechoslowakei vergleicht. Nur es gab Oradour, es gab noch andere Orte, wo Massaker stattfanden, sicherlich nicht so viele wie in Polen, sicherlich nicht so viele wie in der Sowjetunion, aber trotzdem gab es solche Orte. Und was diesen Ort Oradour auch besonders macht, ist, das gibt uns eine gewisse regionale Dimension davon, dass in Oradour über 40, oder unter den Toten von Oradour waren 40 Einwohner des Ortes Charlie. Wenn Sie die Autobahn Richtung Metz fahren, kommt irgendwann eine Abfahrt kurz vor Metz, Charlie. Und im Jahre 1939 waren aus Moselle, Elsass, schon viele Leute in den Südwesten Frankreichs gebracht worden. Über 40 Einwohner von Charlie wurden nach Oradour gebracht und wurden dann eben auch Opfer dieses Massakers. Deswegen heißt dieser Ort, wenn Sie, wie gesagt, die Autobahn fahren, Charlie-Oradour. Und Sie sehen hier auf der linken Seite eben auch, dass, wie dieser Ort dann eben so benannt wurde. Und Sie haben da diese Gedenkplatte hier. Das gibt diese Massaker in Oradour auch einen, wie gesagt, eine Dimension, die hier bis in die Moselle geht. Kriegsende in Frankreich hieß natürlich, das ist eines der berühmtesten Fotos hier, der General de Gaulle, der mit seinen Grand Résistants die Champs-Élysées runterläuft im August 1944, dann die berühmte Rede im Pariser Rathaus hält, wo er verkündet, dass Paris befreit wurde von den Parisern. Da muss man natürlich sagen, die Amerikaner haben auch Großteil dazu beigetragen, dass Paris befreit werden konnte. Er hatte die Amerikaner vorher gebeten, da bei diesen Feierlichkeiten in Paris nicht anwesend zu sein, um diese Befreiung von Paris als eine französische Aktion auch darzustellen, was teilweise auch war, aber ohne die Landung der Alliierten und der Amerikaner und Kanadier und Briten in der Normandie wäre natürlich auch die Befreiung von Frankreich nicht möglich gewesen. Besatzung von Frankreich hieß, wie wir hier in Metz sehen, natürlich auch Zerstörung. Das ist bei Metz noch relativ glimpflich abgegangen. Nur wenn Sie in die Normandie fahren, Caen, Le Havre, Rouen, andere Städte, dann sehen Sie diese große Zerstörung, die durch diese Befreiung Frankreichs von Nationalsozialismus, von NS-Deutschland dann passierte, weil die Amerikaner und Briten natürlich diese Städte bombardiert hatten, um diese Landung vorzubereiten. Und wenn Sie mal in Le Havre waren, dann sehen Sie, dass diese Stadt zu 90% zerstört worden ist. Caen
Und Rouen 70%, so ähnlich wie natürlich Saarbrücken, das ist natürlich kein, aber auch das hier ist die Normandie, der Ort der großen Zerstörung. Freude bei der Befreiung, das ist der eine Punkt. Sie sehen hier Feierlichkeiten aus verschiedenen Städten, aber diese Freude dauerte häufig nicht so lange, weil, wie Sie hier oben sehen, in Caen, in der Normandie, waren viele Wohnungen, Wohnhäuser zerstört. Oder Sie haben hier unten eine große Schlange an der Boulangerie. Weil, und das ist der große Unterschied zu Deutschland, Deutschland, die Deutschen haben während des Krieges noch nicht in der großen Mehrzahl gehungert. Weil die Deutschen haben während des Krieges davon profitiert, dass die Wehrmacht die besetzten Territorien ausgebeutet hat. Frankreich hat schon im Krieg gehungert, das kann man auch an Durchschnittsgröße der geborenen Kinder nachweisen. Wer im Jahre 33 waren die Kinder größer, die geborenen Kinder, als im Jahre 46, weil eben im Krieg die Versorgung nicht so war wie vor dem Krieg. Also Frankreich und auch andere Länder haben in dieser Zeit schon gehungert, neben den ganzen anderen Dingen, die zur Besatzungszeit kamen. Und was auch in Deutschland regelmäßig vergessen wurde, zum Beispiel, es gab in Frankreich noch sehr viel länger Lebensmittelkarten. Also die Rationierung war in Frankreich nach dem Krieg, dauerte länger als in der Bundesrepublik. Auch das hat man häufig, gerade auch in der französischen Besatzungszone, vergessen. Kapitulation, 8. Mai 1945 in Reims. Reims, auch das natürlich eine Symbolik hier, die Stadt der Kaiser, der Königskrönungen und natürlich auch Reims Ville Martyr, Märtyrerstadt des Ersten Weltkrieges, und deswegen war es kein Zufall, dass diese Kapitulation an der Westfront hier in Reims stattfand. Wir haben es eben schon kurz gehört. Natürlich, die Zukunft Deutschlands wurde in Potsdam beschlossen, teilweise schon im Krieg in der Konferenz von Jalta. Frankreich war nicht anwesend. Ja, in Potsdam sehen wir Churchill, Truman und Stalin. De Gaulle ist nicht da, zu seinem großen Ärger. Ja, also das gab Frankreich diesen Status, wie es die Deutschen manchmal ein bisschen suffisant bezeichneten, als verspätete Siegermacht. Ja, aber Churchill, die Briten wollten Frankreich als Siegermacht, weil sie schon sehr früh vorausgesehen hatten, dass der nächste Konflikt, nämlich der Kalte Krieg, vor der Tür stand. Und so wollte Großbritannien auf dem Kontinent eine westliche Macht, und das war Frankreich. Und somit wurde Frankreich eben auch mit einer Besatzungszone bedacht, die herausgeschnitten wurde aus der britischen und aus der amerikanischen. Die Sowjets haben gesagt, das könnt ihr gerne machen, aber unsere Zone, die behalten wir so, wie wir es von vornherein geplant war. Das Gleiche, das wissen Sie, auch die vier Besatzungssektoren in Berlin mit dem französischen Sektor im Nordwesten der Stadt, Wedding, Reinickendorf, die beiden großen Bezirke. Die französische Zone sieht ein bisschen komisch aus, so zwei Dreiecke, die sich so auf der Spitze treffen. Der Grund ist diese späte Herausschnitt aus den beiden anderen Zonen. Und das war deswegen auch, die großen Verkehrswege gingen an der Zone vorbei, weil die Amerikaner sich dann doch von Stuttgart über Karlsruhe, das sich sozusagen offen gehalten haben. Das gehörte zu der Realität. Da wir hier nun im Saarland sind, war das ja doch ein wenig anders, denn wenn wir hier sehen, dass die französischen Truppen natürlich im Jahre 45 hier ins Saarland kamen, das Saarland unter französische Kontrolle kam, das muss ich Ihnen hier alles nicht erzählen, das wissen Sie wahrscheinlich besser als ich, aber diese Jahre dann bis 57, da lag das Saarland ja nun sozusagen zwischen diesen beiden, zwischen Frankreich und Deutschland mit einem europäischen Statut. Und daraus
entwickelten sich natürlich auch Besonderheiten für die deutsch-französischen Beziehungen. Immer wieder wird auch hervorgehoben, dass das Saarland der Zankapfel zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland war. Am Ende hat sich das dann ja dann doch relativ harmonisch dann entwickelt, sodass 1957 das Saarland zur Bundesrepublik kam. Wenn wir uns jetzt fragen, warum es, wie es vorhin auch angedeutet worden ist, es doch relativ schnell ging mit dieser deutsch-französischen Annäherung, 1945 Kriegsende, wir haben es eben gesehen, 1963 der Élysée-Vertrag, also hier 18 Jahre, was ja relativ wenig ist, wenn man vor allen Dingen bedenkt, wie diese ganze Vorgeschichte ist. Drei Kriege in 75 Jahren ungefähr, deutsch-französischer Krieg, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Da muss man sich natürlich fragen, warum ging es dann doch so schnell, wollen wir mal sagen, welche Gründe gab es dafür? Und der erste, würde ich sagen, ist der Kalte Krieg. 1947 ausgebrochen. Man kann sicherlich die These formulieren, wenn es den Kalten Krieg nicht gegeben hätte, eine neue feindliche Macht im Osten, die Sowjetunion, dann wäre auch die deutsch-französische Annäherung nicht so schnell vonstatten gegangen. Natürlich auch ganz unter massiven Druck der Amerikaner, die verstanden hatten, dass man den Westen nicht ohne Westdeutschland konsolidieren kann, weder wirtschaftlich noch politisch, sodass hier natürlich, und Sie sehen es dann hier auch, der Marshallplan natürlich eine wichtige Rolle spielte, sowohl für die Bundesrepublik wie auch für Frankreich. Aber, und das ist auch immer wichtig hervorzuheben, wir haben hier auf der linken Seite ein Plakat der Kommunistischen Partei Frankreichs. Les Américains en Amérique, also geht nach Hause, das ist ja die Botschaft, die hier letztlich proklamiert wird. La France ne sera pas un pays colonisé, Frankreich wird kein kolonisiertes Land sein. Also dieser Anti-Amerikanismus, der hier in dem kommunistischen Milieu Frankreichs zu finden war, und die Kommunistische Partei Frankreichs war damals ja bei 30% ungefähr. Ja, das darf man auch nicht vergessen, also ein wichtiger politischer Faktor in Frankreich. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch die politischen Kräfte, die hier den Zement Europa, für Europa in dem Marshallplan sahen. Aber das war auch in Frankreich natürlich eine permanente Auseinandersetzung. Wir haben hier auch nochmal so eine Art von Propaganda, die mit dem Marshallplan immer auch einherging und mit diesen Ausstellungen, die hier gemacht worden sind, um die Vorteile des Marshallplans hier zu präsentieren, gerade auch für das, für die Landwirtschaft in Frankreich. Also Marshallplan, Amerikaner. Wenn man auf die deutsche Seite guckt, habe ich hier einen Punkt genommen, der jetzt in Berlin, in West-Berlin anzutreffen ist. Innerhalb von 90 Tagen hat man einen Flughafen gebaut. Tegel, das schafft man in Berlin heute nicht. Damals hat man das geschafft, natürlich auch mit der logistischen, nicht nur logistischen Unterstützung der Amerikaner. Sie sehen hier unten, wenn Sie genau hingucken und das auch nicht zu weit ist, dass hier auch viele deutsche und Berliner Frauen beteiligt waren an dem Bau von Tegel, und der französische Leiter dieser Baustelle sagte, er hat während dieser Arbeiten verstanden, dass Deutsche und Franzosen sich versöhnen können. Also die gemeinsame Arbeit in West-Berlin während der Luftbrücke, während der Blockade an diesem Flughafen hat Franzosen und West-Berliner zusammengebracht. Ja, also das ist auch nochmal wieder ein Argument dafür, dass dieser Kalte Krieg eine ganz wichtige Rolle spielte. In Berlin natürlich noch stärker als im restlichen Westdeutschland. Also, Kalter Krieg, dazu kam natürlich Europa. Auch das ist verbunden miteinander, denn den Amerikanern war klar, wir brauchen in diesem Kalten Krieg ein starkes Westeuropa, und das geht nur über eine deutsch-französische
Verständigung. Und ein wichtiger Punkt ist dann natürlich der Schumann-Plan vom Mai 1950, den Sie hier in einer Karikatur sehen. Setzen wir Europa in den Sattel, reiten wird sie schon können. Das ist ein Bismarck-Zitat abgewandelt, weil Bismarck hatte einige Jahrzehnte vorher gesagt, setzen wir Deutschland in den Sattel bei der deutschen Reichsgründung. Aber wir sehen hier natürlich, auch das muss man sich nochmal vor Augen halten, 5 Jahre nach Kriegsende kommt ein Vorschlag von französischer Seite zu einer Gemeinschaft von Kohle und Stahl. Sicherlich kein Zufall, dass das auch Robert Schumann war, Luxemburg geboren, Lothringer in Metz, ein Mann der Grenze, genauso wie Adenauer natürlich auch als Rheinländer ein Mann der Grenze war, was sicherlich auch eine Rolle spielte hier, dass diese beiden diese Politik gemeinsam führen konnten. Sie kannten sich schon aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, weil Schumann in Bonn Jura studiert hatte, als er Deutscher war, vor dem Ersten Weltkrieg. Also, das ist wichtig und das sehen wir natürlich auch hier in dieser Karikatur nochmal, wieder auf der linken Seite, wo Schumann sozusagen hier jetzt symbolisch Deutschland und Frankreich zusammennäht, und nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern die Benelux plus Italien, die dann diese Gründungsväter dann später ja für die europäische Gemeinschaft wurden. Also damit ist war ein wichtiger Schritt getan in dieser deutsch-französischen Annäherung, der aber auch nicht in ganz Deutschland immer wieder auf positive Resonanz stieß. Ich habe Ihnen mal eine Karikatur hier aus der Ostberliner Berliner Zeitung herausgeschnitten, sozusagen, wo Sie sehen, und das ist natürlich eine ganz typische Propaganda der damaligen Zeit, des kommunistischen Milieus und der DDR. Sie haben hier den amerikanischen Hai, Sie haben hier den kleineren französischen Fisch, den sehen Sie hier, Adenauer, der hier einen kleinen Fisch hineinwirft und dieses permanente Argument, die Amerikaner werden uns alle fressen. Ja, das ist ein ganz typisches natürlich und man bis heute, würde ich sagen, kann man sowohl in Frankreich wie auch, wie wir am letzten Wochenende gesehen haben, in Berlin, diesen Anti-Amerikanismus in gewissen politischen Milieus beobachten. Eine andere Karikatur aus L'Humanité, der kommunistischen Parteizeitung. Sie sehen hier Robert Schumann, der vor dem Amerikaner im Quai d'Orsay, also heißt, die Amerikaner machen die französische Außenpolitik, und wo dann hier unten steht, also Meister, bin ich ausreichend adenauerisiert mit dem Stechschritt der Wehrmacht. Also wir haben hier ganz, wenn man diese Symbolik sieht, sieht man, wie hier mit Bildern aus der Kriegszeit natürlich gespielt wird. Und das war nicht nur bei den französischen Kommunisten oder deutschen Kommunisten so, sondern Sie sehen das auch, als es dann um eine europäische Armee zwischen 50 und 54 ging, ein Plakat der gaullistischen Partei. Und natürlich erkennen wir hier auch den Wehrmachtshelm. Ja, so wie wir ihn hier auch wieder bei den französischen Kommunisten sehen, wo natürlich hier Kathedrale von also Straßburger Münster im Hintergrund hier. Also hier sehen wir, dass diese europäische Integration vor allen Dingen auch und nicht nur im kommunistischen Milieu in Frankreich auf Widerstand stieß, dass diese 4 Jahre deutsche Besatzung in Frankreich natürlich daran an vielen Franzosen eine Ressentiments gegenüber Deutschland provoziert hat. Und dieses, Sie haben vorhin vom starken Deutschland gesprochen, also das starke Deutschland, das war einem damals noch nicht ganz so lieb. Es gibt ja diesen berühmten Satz, wird dem Schriftsteller François Mauriac zugeschrieben, der Deutschland so gerne mochte, deswegen war er froh, dass es 2 gab. Ja, das spiegelt vielleicht Frankreichs Haltung bis 1990. Und auch diese Geschichte des Saarlandes dazwischen ist ja auch, am Ende läuft es
harmonisch und gut, aber natürlich gab es hier ein Zerren an diesem Saarland, das die Franzosen natürlich gerne eigentlich in den französischen Staat integriert hätten. Und als man sich darauf geeinigt hatte, dass eine Volksabstimmung im Saarland geben würde, gingen die Franzosen auch davon aus, dass die Saarländer eigentlich für Frankreich stimmen würden. Haben sie nicht. Das bundesdeutsche Wirtschaftswunder mag da eine Rolle gespielt haben, dass man sich dann doch eher auch Richtung Bundesrepublik orientierte. Also, das ist dieser auch nicht ganz immer nur harmonische Weg in diese europäische Integration. Nächster Punkt, immer am Anfang, ja, wir sind hier biblisch, Adenauer und de Gaulle. Ja, wenn Sie auch vielleicht dieses Jahr weniger, aber die letzten runden Geburtstage des Élysée-Vertrages, hieß es immer, dass diese beiden Lichtgestalten der deutsch-französischen Verständigung am Anfang gestanden hätten. Da vergisst man natürlich, dass de Gaulle im Januar 1946 die Macht, seine Machtposition als Regierungschef verließ und bis 1958 wie in der Champagne in seinem Privathaus saß und wie er selber sagte, der Traversé le désert, er hat die Wüste durchschritten. Ja, also er saß da, wurde nicht geholt und über 12 Jahre immerhin. In dieser Zeit hatte Konrad Adenauer natürlich mit Robert Schumann, das haben wir eben schon gesehen, wichtige Etappen der deutsch-französischen Annäherung hinter sich gelegt. Mit dem sozialistischen Premierminister Guy Mollet zum Beispiel die Suez-Krise bewältigt, sagen wir mal, sehr abgestimmt zwischen Bonn und Paris und natürlich auch mit Pierre Mendès-France, im Moment auch der europäischen Armee 54. Also hier gab es in gewisser Weise schon, ich nenne es mal deutsch-französische Paare, an denen vor 58 de Gaulle nicht beteiligt war. Dann natürlich 58 kommt de Gaulle an die Macht in Frankreich zurück, lädt Adenauer in sein Privathaus nach Colombelles des Églises ein. Adenauer wird der einzige Staatsmann sein, der im Privathaus von de Gaulle eine Nacht verbracht hat. De Gaulle wusste, dass bei Adenauer ein großes Misstrauen dann doch herrschte, gerade das auch, was Herr Holl vorhin sagte, weil de Gaulle nach dem Krieg auch einer Vertreter dieser Positionen war, dass man Deutschland dann doch eher vielleicht zerteilen sollte. Diese Idee eines Rheinlandes, Rheinstaates gab es auch bei de Gaulle. So musste de Gaulle hier also erstmal das Misstrauen bei Adenauer überwinden, was ihm dann aber relativ schnell gelang, sodass wir in der Tat sagen können, das erste, vielleicht ein deutsch-französische Paar, war dann natürlich Adenauer und de Gaulle, die aber aufbauen konnten auf dem, was dann eben auch schon gerade auf französischer Seite andere geleistet hatten. Klar, Adenauer war von 49 bis 63, Oktober 63 Kanzler. Also er steht natürlich da auf der westdeutschen Seite als die prägende Persönlichkeit. Wenn wir uns aber nochmal mit Paaren beschäftigen, muss man auch sagen, dass kurz nach dem Élysée-Vertrag ja Adenauer, wie es geplant war, zurücktritt und sein Nachfolger Ludwig Erhard wird. Erhard war eher ein Vertreter der atlantischen Richtung, also Priorität war Washington, zum großen Ärger von de Gaulle, sodass dieses Paar oder diese Beziehung nicht von großer persönlicher Wärme gekennzeichnet war. Das Gleiche galt auch für das Paar de Gaulle-Kiesinger. Da mag es eine Rolle gespielt haben, dass das Symbol der französischen Résistance, de Gaulle, auf einen Kanzler traf, der natürlich NSDAP-Parteimitglied war. Es heißt, dass de Gaulle sehr viel besser mit dem Exilanten und Außenminister Willy Brandt konnte. Da hat man eine gewisse gemeinsame, eine ähnliche Vergangenheit während des Zweiten Weltkrieges gehabt.
Aber als de Gaulle 1869 abtrat, gab es ein neues deutsch-französisches Paar, Willy Brandt, Georges Pompidou. Auch das hat nicht so richtig funktioniert. Es gibt einen Übersetzer, gibt es bei diesem Gipfeltreffen immer Übersetzer. Für Pompidou ins Deutsche war das ein Berliner Jude, der rechtzeitig emigriert war vor dem Krieg und dann zum Übersetzer von Pompidou wurde. Und der hat in seinen Memoiren geschrieben, es war so schwierig, die Silencen zu übersetzen, die es während dieser Treffen gab, weil sie hatten sich einfach nichts zu sagen. Und so muss man sagen, dass eigentlich erst nach de Gaulle und Adenauer, dass ein wirkliches Paar dann doch erst wieder ab 1974 dann zwischen Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing sich entwickelte. Ich habe hier ganz bewusst dieses Foto genommen aus Schmidts Privathaus in Hamburg-Langenhorn, wo sie da unten, wie man ja in den 70er Jahren so machte, den Partykeller eingerichtet hatte und wo sie abends dann saßen und Schmidt trank häufig Cola, aber Giscard wahrscheinlich eher Wein oder härtere Sachen. Ja, aber die haben ja dann doch, wenn man den Euro, wollen wir sagen, auf die, dann die Grundlagen für den Euro gelegt und sehr viel andere Dinge auch für die deutsch-französischen Beziehungen getan. Und interessant dabei ja auch, dass der Sozialdemokrat Schmidt mit dem liberal-konservativen Adligen Giscard sehr gut konnte. Sie kannten sich, weil sie vorher beide Finanzminister waren, unter Brandt und beziehungsweise Pompidou. Also hier gab es eine Freundschaft, die sich entwickelt hatte, die auch dann trug in der Kanzlerschaft oder in der Präsidentschaft von Giscard. Natürlich auch dann daran anschließend das Paar Mitterrand und Kohl. Und hier eben auch interessant, Sie sehen hier Mitterrand vor dem Bundestag 1983, 20 Jahre Élysée-Vertrag. Zwischen 1963 und 1983 gab es keine Feierlichkeiten für den Élysée-Vertrag. 1968 fragte Bonn in Paris an, wollen wir nicht für 5 Jahre Élysée-Vertrag was machen? Da hat Paris gesagt, nö, weil sie waren verärgert über Bonn, weil der Deutsche Bundestag, das sehen wir nachher noch, eine Präambel an diesen Élysée-Vertrag drangehängt hatte. Und in dieser Präambel stand, dass natürlich die deutsch-französischen Beziehungen für die Bundesrepublik wichtig sind, aber genauso wichtig sind die Beziehungen zu Washington. Und damit war der Élysée-Vertrag für de Gaulle eigentlich hinfällig geworden. Und somit war dieser Élysée-Vertrag eigentlich, wurde nicht, wie gesagt, in irgendwelchen feierlichen Reden zwischen beiden Ländern großartig hervorgehoben. Das gab es dann erst wieder 1983. Interessant natürlich auch, Sie sehen hier Mitterrand in Bonn vor dem Bundestag im Moment der NATO-Nachrüstung. Und wo Mitterrand schon vorher Schmidt unterstützt hat, auch unter anderem auch gegen natürlich auch die eigene Partei, die SPD, und hier 1983 der Sozialist Mitterrand unterstützt den relativ neuen Kanzler Helmut Kohl dann ja noch eben gerade auch in diesen Nachrüstungsdebatten der 80er Jahre. Das berühmte Foto, das kennen Sie alle, denke ich, in Verdun 84, in gewisser Weise eine Kompensation, weil im Juni 84 war ja 40 Jahre Landung in der Normandie. Kohl war nicht eingeladen. Die Frage ist immer, die man sich stellt, wollte er nicht, wollte Mitterrand nicht. Kohl hat immer gesagt, er hatte seinen Platz nicht gehabt, weil das eine Veranstaltung der Siegermächte. Man könnte meinen, dass er bei manchen anderen doch ganz gerne gewollt hätte, vielleicht auch 94. War er auch nicht eingeladen und der erste Kanzler, der eingeladen war in die Normandie, war dann Gerhard Schröder. Aber deswegen September 84, sozusagen, man einigt sich hier auf eine Gedenkfeierlichkeit an natürlich dem Symbolort des Ersten Weltkrieges, Verdun. Und
Man sieht dann, wenn man sich die Bilder, also die Filme anguckt, dass natürlich irgendwann Mitterrand die Hand von Kohl nimmt. Und das hat auch funktioniert, wollen wir mal sagen, weil man hat hier, man kann das Bild ja aus verschiedenen Perspektiven sich angucken. Und man kann, ich habe das extra hier genommen, weil sie haben im Hintergrund, kann man sagen, die Gesellschaft, so können wir es mal interpretieren. Ja, das waren natürlich die Delegationen, die damals in Verdun waren. Aber man wusste, dass es zwischen Mitterrand und Kohl eine Freundschaft gab. Und in dem Moment, und deswegen war auch dieses Händchenhalten, sage ich mal, überzeugend, weil die Gesellschaften in der Bundesrepublik und in Frankreich der Meinung waren, das ist nicht nur eine hohle Geste, sondern dahinter steht eine persönliche Freundschaft und der Wille bei beiden, diese deutsch-französischen Beziehungen immer weiter auszubauen. Ja, deswegen haben wir hier natürlich, wie gesagt, spielen natürlich Politiker eine wichtige Rolle, haben immer eine wichtige Rolle gespielt, Kanzler, Kanzlerin oder französischer Präsident. Das war eine wichtige Punkt hier bei dieser deutsch-französischen Annäherung. Trotzdem kann man sich die Frage stellen, ob die Politik am Anfang stand oder die Gesellschaft, die Zivilgesellschaften zwischen beiden Ländern. Ja, und dann, wir haben hier so zwei ganz frühe Organisationen, Bild, schon gleich nach dem Krieg gegründet und auch die deutsche Partnerorganisation GÜZ, Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit, die sich zum Ziel gesetzt haben, schon 45, 46, wir müssen Deutsche und Franzosen zusammenbringen, wir gründen auch eine Zeitschrift, Dokumente und Document auf französischer Seite, damit die Deutschen mehr über Frankreich wissen und die Franzosen mehr über Deutschland. Also wir haben hier eine sehr starke zivilgesellschaftliche Initiative. Das war eine Minderheit nach dem Krieg erstmal noch, aber sie wurde dann doch stärker. Interessant natürlich auch dann die Zeit der Besatzung, die Zone. Ja, und ich habe hier Mainz mir mal rausgegriffen als Hauptstadt der französischen Besatzungszone. Und Sie sehen hier vier Institutionen, die Franzosen gegründet haben. Zum einen die Universität Mainz. Die Johannes-Gutenberg-Universität war eine Gründung der Franzosen, natürlich mit den Deutschen zusammen, in einer alten Flakkaserne, so ähnlich wie in Saarbrücken, weil die Idee der Franzosen war, wir müssen die junge Generation demokratisieren, denn eine demokratische junge Generation ist die beste Sicherheit für uns, dass nicht wieder ein neuer Krieg kommt. Also gründen wir eine in unserer Zone eine Universität. Es gab in der Zone sowohl Tübingen und Freiburg als alte Universitäten in der französischen Zone. Die bekamen die Franzosen aber nicht so richtig demokratisiert, weil gar nicht mal unbedingt der alte Nazi-Geist da war, sondern eher ein konservativer, ein Preußentum, was man da fand. Und deswegen wollten die Franzosen auch immer ihre Zone deprüssifier, entpreuß, wie man es übersetzen, also ja, den preußischen Geist daraus treiben. Und man dachte, man kann das zum einen mit dieser Universität in Mainz machen. Interessant auch, dieses Gebäude hier, das ist die alte Mainzer Universität, die Napoleon geschlossen hatte. Dann gab es in Mainz keine, dann gab es diese hier ab 46. Und hier wurde 1950 das Institut für Europäische Geschichte gegründet, weil die Franzosen waren der Meinung, die deutschen Historiker müssen mehr über Europa wissen, nachdem sie 12 Jahre im Dritten Reich nur sich mit Rasse und Germanen und anderen Dingen in dieser Richtung beschäftigt hatten. Und so gründeten sie, und was auch wichtig ist, mit ihrem Geld, mit französischem Geld, wurde dieses Gebäude, was völlig zerbombt war, aufgebaut, um das Institut für Europäische Geschichte darin zu gründen. Und der damalige amerikanische Hohe Kommissar John McCloy sagte, dieses Institut ist der Schumann-Plan der Geschichtswissenschaft. Da sieht man, wie sozusagen Politik, Schumann-Plan, mit Wissenschaft hier zusammenfällt. Bis heute eine der großen, wichtigen Institutionen in Deutschland für die Geschichtswissenschaft, das Institut in Mainz. Germersheim Übersetzerinstitut. Ja, auch das, man soll die andere Sprache lernen, deswegen hat man das in Germersheim
gegründet, ist heute Teil der Uni Mainz, Verwaltungsfachhochschule Speyer. Nach dem Vorbild der französischen ENA, École Nationale d'Administration, man wollte also hier mit französischen Mitteln, sage ich mal, eine deutsche juristische Elite ausbilden, weil man der Meinung war, entweder braucht man das für den Rheinlandstaat oder es kann auch nicht schaden, wenn es in einem Westdeutschland irgendwann diese demokratische, republikanische Elite am Werk ist. Also diese Zeit der Besatzung war eben nicht nur eine Zeit, um sich sagen, in gewisser Weise auch Reparationen zu holen, was auch getan wurde, aber vor allen Dingen Demokratisierung der Bevölkerung, gerade der Jugend, der jungen Leute, weil man der Meinung war, und das war eine Lehre aus dem Ersten Weltkrieg, aus der Lehre aus dem Versailler Vertrag, wir müssen dieses Deutschland demokratisieren, damit es nicht wieder irgendwann uns angreifen wird. Ein anderes wichtiges zivilgesellschaftliches Format waren dann die Städtepartnerschaften. Die erste auch 1950. Auch hier wurde der Schumann-Plan genannt, dass man sozusagen hier jetzt zwischen diesen beiden Städten, Ludwigsburg und Montbéliard, Franche-Comté, man kennt das häufig, Sochaux, Montbéliard, Peugeot-Werke oder Fußballclub FC Sochaux. 1950, interessant, an dieser Städtepartnerschaft ist der Bürgermeister von Montbéliard, Lucien Taradin, Soldat, 1939-40, Kriegsgefangener in Deutschland, freigelassen, Resistant, nach Buchenwald deportiert. Also er hat das volle Programm, kann man sagen, mitgemacht, was man in dieser Besatzungszeit mitmachen konnte. Aber interessant dabei ist auf französischer Seite, bei den ersten Städtepartnerschaften waren es häufig ehemalige Widerstandskämpfer, ehemalige Deportierte, die gesagt haben, wir haben im Lager, in Buchenwald oder in Dachau, wo auch immer, deutsche Demokraten kennengelernt, die da auch interniert waren. Und mit diesen Leuten wollen wir uns für die deutsch-französischen Beziehungen einsetzen. Natürlich hatten diese Leute auch eine Legitimation. Denen konnte man nicht vorwerfen, sie seien Kollaborateure irgendwie nach dem Krieg, weil sie waren deportiert worden von Nazi-Deutschland. Also, und Taradin steht sozusagen für diesen Kreis von Männern, die sich hier dann aufgrund ihrer Lebensgeschichte auch einsetzten für die deutsch-französische Annäherung. Ja, Städtepartnerschaften, das habe ich hier natürlich sehr unsensibel, das gebe ich jetzt zu, Nantes und Saarbrücken. Mir war Sulzbach, mir wurde es als Teil von Saarbrücken präsentiert und ich habe, das gebe ich auch zu, da nicht weiter nachgeguckt. Aber als ich dann vorhin hier saß, wurde mir bewusst, was für einen großen Fehler ich jetzt hier begangen hatte in diesem PowerPoint, denn ich hätte Arc et Senon hier sagen, in den PowerPoint einbauen müssen. Interessant dabei, jetzt komme ich wieder, dann doch wieder so, kriege ich den Bogen, auch wenn das ein bisschen quietscht gleich. Interessant ist ja bei den Städtepartnerschaften des Saarlandes, dass die natürlich relativ spät erst geschlossen worden sind. Das hat Gründe 57, das wissen wir. Da gab es schon eine ganze Reihe von westdeutsch-französischen Städtepartnerschaften. Die andere Frage ist, warum brauchte Saarbrücken bis 65 eigentlich? Oder die Frage gebe ich dann an Sie weiter, warum braucht Sulzbach bis 2014, wenn ich es richtig gesehen habe, um mit dem schönen Ort der Saline Royale in Arc-et-Senon eine Städtepartnerschaft zu gründen? Interessant dabei ist, wenn man jetzt das auf französischer Seite sieht, La Moselle hatte wesentlich weniger Probleme, relativ schnell Städtepartnerschaften mit Deutschland zu schließen. 57, Metz, Trier. Elsass brauchte sehr viel länger. Auch da sieht man unterschiedliche Befindlichkeiten in der Grenzregion. Aber diese Städtepartnerschaften sind natürlich bis heute
der große gesellschaftliche Träger dieser, dieser Freundschaft mit allen Problemen, die es gibt, ja, weil natürlich gerade diese alten Städtepartnerschaften, diese Begründer, die entweder gibt es sie nicht mehr oder sie haben es abgegeben und wir brauchen da mittlerweile natürlich gerade auch die jungen Leute, die sich da wieder engagieren, damit diese Städtepartnerschaften lebendig bleiben. Interessant ist, dass in der Zeit der Corona-Pandemie gerade hier auch in der Grenzregion war natürlich in Elsass-Lothringen, als die Pandemie ausbrach, das ging ja in Frankreich vor allem in Mulhouse los und Mulhouse ist mit Kassel verbandelt. Und zu einem gewissen Zeitpunkt sind Corona-Patienten aus Mulhouse nach Kassel gebracht worden, um im Krankenhaus da gepflegt zu werden. Und es gab andere Städtepartnerschaften, wo man Kranke, die lagen im Koma und die wachten dann in der deutschen Stadt, im deutschen Krankenhaus auf. Und dann titelte die Frankfurter Allgemeine, Städtepartnerschaften können Leben retten. Ja, also da sieht man, dass diese in dieser Corona-Zeit dann diese Städtepartnerschaften eine neue Dynamik entwickelt hatten. Einige, ja, also, wo es nötig war vielleicht, sodass hier man nochmal wieder sah, welche Bedeutung diese Städtepartnerschaften eigentlich haben, bis heute haben. Es wurde offiziell noch keine einzige deutsch-französische Städtepartnerschaft aufgekündigt. Die Briten haben es mal gemacht mit Deutschland. Die Symbolik ist so groß, dass sich, glaube ich, weder eine deutsche noch eine französische Stadt trauen würde, auch wenn das da vielleicht nichts mehr funktioniert, etwas zu kündigen. Ja, das würde in der Presse sein, das würde wahrscheinlich einen, jetzt nicht gut kommen, wenn man das machen würde. Also Städtepartnerschaften wichtig. Ein anderer wichtiger Träger dieser deutsch-französischen Annäherung ist die Jugend. War die Jugend immer, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Jugend ist die Zukunft, so heißt der Spruch. Und so hat man 1951, die französische Hochkommissariat hat auf der Lorelei ein großes europäisches Jugendfestival begründet, was vor allem deutsch-französisch war, um auch diesen Europa-Elan mitzutragen hier durch die Jugend. Das wurde aufgenommen natürlich auch in den deutsch-französischen Beziehungen, die berühmte Rede von de Gaulle in Ludwigsburg. Sie sehen das hier links auf dem Foto 62. De Gaulle machte eine Deutschlandreise, er ging zu Thyssen nach Duisburg und sprach zu den Arbeitern, er ging zur Führungsakademie in Hamburg, sprach zu den deutschen Offizieren und dann noch mehr, aber vor allen Dingen auch in Ludwigsburg, an die deutsche Jugend, auf Deutsch die Rede, auswendig gelernt, obwohl er Deutsch gelernt hatte. Französische Offiziere konnten immer Deutsch, weil man die Sprache des Feindes ja gelernt hatte in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und das hat, wenn man dann mit Leuten heute noch spricht, die damals dabei waren, als junge Leute, die sind bis heute beeindruckt von dieser Veranstaltung im Hof des Schlosses von Ludwigsburg und auch natürlich in Bonn, auch da viele junge Leute, die hier dann bei dem Bonn-Besuch vertreten waren. Und das Ganze, diese ganze, der Jugendaustausch, der schon sehr früh nach dem Krieg einsetzte, mündete dann in die Gründung des deutsch-französischen Jugendwerkes am 5. Juli 1963, Teil des Élysée-Vertrages, wie dann immer wieder so schön gesagt wird, das schönste Kind des Élysée-Vertrags. Ja, um die 9 Millionen junge Menschen haben dank des deutsch-französischen Jugendwerks das andere Land besucht und sind in diese deutsch-französischen Beziehungen hineingewachsen. Nächster Punkt, am Anfang war der Élysée-Vertrag. Auch eine These, die man immer wieder findet. Sie sehen hier den Vertrag, Sie sehen das berühmte Foto, die Unterzeichnung im Élysée-Palast, 22. Januar 1963. Auch da, viele bezeichnen diesen Vertrag als Versöhnungsvertrag, obwohl das Wort Versöhnung im Vertrag selber nicht vorkommt. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann stellt man fest, dass das Jahr 1963, auch wenn de Gaulle und Adenauer gesagt hatten, so in diesen Momenten, wir haben die deutsch-französische Versöhnung besiegelt, und das Scellé la Réconciliation franco-allemande, dann guckt man mal in den
Asterix-Band Asterix und die Goten aus dem Jahre 63 und stellt fest, dass die Deutschen da noch sehr klassisch dargestellt werden. Weil die Goten sind natürlich die Deutschen. Weil sie finden, wenn sie ganz genau in den Band gucken, finden sie Wilhelm II., sie finden Hindenburg und sie finden Bismarck. Das, was bei Goscinny und Uderzo immer der Fall war. Und sie sehen natürlich die marschierenden guten Deutschen. Also, da sieht man, es war noch viel zu tun, um Stereotype aus diesen Beziehungen zu eliminieren. Interessant, eine deutsche Karikatur. 1962, Adenauer und de Gaulle trafen sich in Reims zum Hochamt. Und wenn Sie jetzt könnte ich sagen, jetzt könnte ich hier die Frage an Sie stellen, sagen Sie mal, wer das alles so ist hier hinter diesem Paar. Marianne und den Michel, natürlich als die Symbol des Deutschen, nicht mehr Germania, weil Germania war nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich als Kriegerin nicht mehr präsentable. De Gaulle, Adenauer, so und jetzt? Wen erkennen Sie? Napoleon, den Ersten und den Dritten. Und hier? Schumann. Hier? Monet ist da, genau. Aristide Briand, Clemenceau, aber hier hinten auch Wilhelm II., Hindenburg, Friedrich II. Von Preußen. Also jetzt, und natürlich Karl den Großen ganz am Anfang oder am Ende, wie Sie wollen. Wo ja auch mal die Frage ist, war er eigentlich Deutscher oder Franzose? Was natürlich eine lächerliche Frage war, weil er war weder Deutscher noch Franzose, sondern er war Franke. Und heute hat man sich da, oder schon seit Jahren darauf geeinigt, der Begründer Europas. Das ist natürlich ein sehr schöner Kompromiss. Aber auch, also es zeigt, dass natürlich diese ganze deutsch-französische Geschichte von Karl dem Großen bis zu Adenauer und de Gaulle natürlich da stand. Die Erbfeindschaft, die schon mehrmals angesprochene, die ist ja, wie gesagt, auf deutscher Seite gab sie nach Napoleon, auf französischer Seite gab sie eigentlich erst nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Und vor allen Dingen gab es ja vor 1871 gar kein Deutschland. Deswegen ist es gar nicht so einfach mit der deutsch-französischen Erbfeindschaft im Jahre 1700, weil wenn es kein Deutschland gibt, ein bisschen schwieriger. Und auch interessant, ein aus der Populärkultur, nochmal wieder, ich habe eben Comics gehabt, jetzt ein Lied, Sie kennen Barbara, das Lied Göttingen. Barbara, jüdische Familie, Großteil der Familie in den Lagern umgekommen. Deswegen hat sie gesagt, ich werde nie nach Deutschland fahren. Dann wurde sie aber eingeladen, 1964, von Studenten aus Göttingen. Sagte erstmal, nein, kann ich, will nicht. Und dann insistierten die Göttinger Studenten aber und sie fuhr. Und man liest bei ihr, wie mit Bauchschmerzen sie nach Göttingen fuhr. Und dann, und die besorgten einen Flügel, weil sie wollte nur mit Flügel spielen und nicht mit einem normalen Klavier. Alles haben sie möglich gemacht. Und es wurde ein großer Erfolg. Und so begann sie schon in Göttingen ihr Lied zu schreiben, Göttingen. Und hat das dann, als sie wieder in Paris war, fertig geschrieben. Und sie, wenn sie es, es gibt auch eine deutsche Version davon. Das ist dann die Hymne der deutsch-französischen Versöhnung, die aber noch im Jahre 64, 65 auch maßgeblich geprägt ist von den Erfahrungen des Krieges. Ja, wenn man irgendwo liest, wenn man wieder die Waffen ergriffen würden, ja, dann würde sie eine Träne weinen für die deutsche Seite. Also diese Idee in dieser Zeit, vielleicht kommt doch mal wieder irgendwann ein Krieg, das ist, war damals nicht völlig aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Also deswegen ist diese Zeit dann schon natürlich noch geprägt von der Kriegszeit oder vielleicht auch noch von den Jahrzehnten davor. So, westdeutsch-französische Beziehungen hier, aber da wir im Saarland sind
und ein Saarländer natürlich auch eine wichtige Rolle in der deutschen Geschichte spielte, müssen wir uns natürlich auch fragen, ja, was ist denn mit den Beziehungen DDR-Frankreich? Ja, die man sonst immer nicht auf dem Schirm hat, vielleicht auch Sie nicht, weiß ich nicht. Denn wir sehen ja Erich Honecker hier, den Saarländer, 88, Empfang von Mitterrand im Élysée-Palast oder auch von dem damaligen Bürgermeister von Paris, Jacques Chirac, im Pariser Rathaus. Wir sehen hier bei den offiziellen Empfang in Paris-Orly, 88. Also muss es hier auch Beziehungen zwischen Frankreich und dem anderen Deutschland gegeben haben. Und das gab es natürlich auch, vor allen Dingen auch über die Partei, die kommunistischen Parteien, die SED in Ost-Berlin oder in der DDR und die französische kommunistische Partei. Ich gehe mal jetzt so beispielhaft an Maurice Thorez, den langjährigen Parteivorsitzenden, und natürlich hier Walter Ulbricht. Interessant fand ich das Foto, das auch nochmal zeigt, wie schlecht die Beziehungen zwischen diesen Parteien eigentlich wirklich waren. Nur weil man Genosse war, also jetzt kommunistischer Genosse, ja, hat man sich noch gar nicht mal so unbedingt gut verstanden. Das zeigte sich, wir sind hier 61, 68, Prager Frühling. Die französischen Kommunisten verurteilen die Intervention in Prag. Natürlich die SED natürlich nicht, die kriegen sich in die Haare. Ja, nach außen hin natürlich waren sie eine Aktionseinheit oder eine Front. Ja, auch über die Gewerkschaften natürlich, hier CGT, FDGB, gegen die europäische Integration. Das war so und das gab natürlich, und Sie sehen natürlich auch diese ganze Symbolik hier auch bei der nächsten, weil diese verschiedenen Pläne, Schumann-Plan, Europäische Verteidigungsgemeinschaft, immer als Kriegspläne bezeichnet wurden. Und so gab es eine sehr virulente Propaganda natürlich auf DDR-Seite, wie aber auch von der französischen kommunistischen Partei gegen diese deutsch-französische Annäherung. Differenzierter ist das bei Franzosen, die in den deutschen Lagern waren. Buchenwald, Ravensbrück, Oranienburg und so weiter, die regelmäßig, wir sehen hier 1950, an die Orte ihres Leidens zurückgingen, auch wollten, sich hier angeguckt haben. Und natürlich hat die DDR versucht, über den Antifaschismus eine Brücke zwischen der DDR und Frankreich zu bauen, mit dem Argument, wir ehren oder wir gedenken eurem Leiden hier, indem wir das in den ehemaligen Konzentrationslagern hier hervorheben. Auf bundesdeutscher Seite war man da ja doch zurückhaltender in den ersten Jahren, was so diese Memorialisierung von den Lagern anging. Und so waren diese ehemaligen Deportierten eine ganz wichtige, das waren häufig Kommunisten natürlich, aber nicht nur, eine wichtige Gruppe in Frankreich, die Beziehungen zur DDR pflegte und in der DDR das antifaschistische Deutschland sah. Ja, und das war jetzt nicht nur Propaganda, sondern das war dann doch auch natürlich gebunden an diese Lager, vor allen Dingen Buchenwald. Weniger dramatisch waren Jugend oder junge Gewerkschaftler, die aus Frankreich in die DDR fuhren, wie wir es hier in der Nähe von Potsdam sehen. Wichtig dabei natürlich, das war eine Einbahnstraßenaktion, denn die Franzosen konnten fahren, die DDR-Bürger natürlich nicht, oder in den 80er Jahren ganz wenige. Aber es gab eben auch ab 58 Städtepartnerschaften, die erste Cottbus-Montreuil, ist, glaube ich, wussten Sie es? Kein Vorwurf, ja? Also die Frage ist offen gestellt und sogar mit der Hoffnung, dass Sie sagen, nee. Weil man in der Tat das nicht weiß. Ja, es gab am Ende der DDR um die 100 Städtepartnerschaften. Natürlich waren es in der Regel kommunistische französische Städte, Großraum Paris, Norden, Industrieregion in Frankreich, Ivry-sur-Seine, Banlieue von Paris, mit Brandenburg, der Stadt Brandenburg, bis heute. Auch Montreuil-Cottbus gibt es bis heute. Und so gab es natürlich da immer auch Treffen und
junge Franzosen fuhren nach Cottbus aus Montreuil. Interessant hier auch ein Stand der DDR-Freundschaftsgesellschaft in Frankreich. Das gab es auch. An der Fête de Lima 1963. Also es gab in der Tat in Frankreich ein nicht kleines Milieu, was das in der DDR das bessere Deutschland sah. Das war natürlich viel kleiner als das, was zwischen der Bundesrepublik und Frankreich lief, nur es existierte in allen Bereichen der Gesellschaft und auch an der Uni. Die deutschen Institute in den Universitäten waren häufig geteilt, ja, zwischen die eher für die DDR waren, die eher für die Bundesrepublik waren. Und gerade Schriftsteller wie Brecht, Christa Wolf, Heiner Müller wurden übersetzt, wurden schnell übersetzt, wurden gespielt in den Theatern in Frankreich. Also gab es immer eine Präsenz der DDR in Frankreich, wobei man ja sagen muss, Frankreich wie die anderen westlichen Länder hat die DDR erst 1973 anerkannt. Vorher gab es keine offiziellen Beziehungen, erst dann. Aber so gab es eben auch natürlich Fußballspiele. Es gab nicht nur Sevilla 1982 zwischen Deutschland und zwischen Bundesrepublik und Frankreich. Es gab auch Länderspiele zwischen der DDR und Frankreich. Und das jetzt das andere Foto ist jetzt eher ein Gag aus dem Moment der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, wo Sie im Prenzlauer Berg in Berlin eine DDR-Fahne und eine französische Fahne sehen. Ja, also wir sind dann schon ein paar Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung. Aber natürlich auch immer noch eine wichtige Frage, als François Mitterrand, der damalige Präsident, im Dezember 1989 nach in die DDR fuhr, den gerade verstorbenen Hans Modrow traf. Frankreich schloss mit der DDR Verträge über 5 und 10 Jahre, Wirtschaft und andere Bereiche. Und Mitterrand traf sich an der Uni in Leipzig mit Studenten, jungen Leuten, die dann natürlich auch nach Frankreich wollten. Das deutsch-französische Jugendwerk hat das alles aufgenommen und hat diese ostdeutsch-französischen Jugendbeziehungen dann auch sagen, integriert in diese allgemeinen deutsch-französischen Beziehungen. So haben wir, jetzt muss ich einmal ganz schnell hier durchgehen, weil sonst schaffe ich das nicht, bin eh schon ein bisschen. Will ganz kurz noch bis 2019 Aachener Vertrag, Élysée-Vertrag 2.0, wie er teilweise hieß, weil schon Hollande, schon Sarkozy waren der Meinung, wir müssen einen neuen Élysée-Vertrag machen. Ich würde sagen, man hätte ihn eigentlich nicht gebraucht, weil der Élysée-Vertrag ist so offen, dass man mit ihm eigentlich alles machen kann, was man machen will, wenn man was will. So, aber Macron war auch der Meinung, wir müssen auch symbolisch hier und auch gerade auch mit neuen Themen in diese deutsch-französischen Beziehungen gehen. Deswegen hat man dann 5 Punkte sich hier rausgenommen. Interessant dabei natürlich europäische Angelegenheiten. In gewisser Weise im Élysée-Vertrag waren es auswärtige Beziehungen, die man harmonisieren wollte. Auch im Élysée-Vertrag wollte man eine gemeinsame Sicherheitspolitik erreichen. Da stellt man fest, das hat man bis heute eigentlich nicht geschafft. Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik. Ja, wenn Sie die Zeitungen gucken, wenn die Deutschen F-35 in den USA kaufen momentan, dann findet Frankreich das nicht ganz so lustig. Man kann darüber diskutieren, warum das so ist und so weiter, ob das nicht wirklich auch Sinn macht, aber das ist eine andere Sache. Kultur, Bildung, Forschung und Mobilität, das sind natürlich gerade hier auch in unseren Regionen hier, ja, wenn wir wissen, dass es in Saarbrücken die deutsch-französische Hochschule gibt, die ganz wichtig ist für unsere Hochschulbeziehungen, nicht nur von Saarbrücken nach Metz, sondern allgemein für die deutsch-französischen Beziehungen. Kultur war immer ein wichtiger Punkt in den deutsch-französischen Beziehungen, wie wir vorhin auch schon gesehen haben, wobei natürlich in Deutschland Kultur Ländersache ist. Das ist ganz wichtig. In Frankreich hat man das Kulturministerium, in Deutschland ist erstmal Kultur und auch Schule natürlich Bildung Ländersache. Deswegen kann man nicht einfach in Berlin beschließen, erste Fremdsprache ist überall Französisch, macht man natürlich auch nicht, weil die Länder natürlich da die Hoheit drüber haben. Regionale und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, hier, gerade hier natürlich, hier, wo wir jetzt
uns beschäftigen. Ich finde immer, wenn man in Vorbach einen Herzinfarkt bekommt, da hat man sehr viel größere Chancen zu überleben, wenn man von Vorbach nach Saarbrücken ins Krankenhaus kommt, als wenn man nach Metz erstmal gebracht wird, weil man einfach Zeit verliert. So, und das sind solche Sachen, die man einfach regeln muss, die jetzt teilweise auch schon geregelt worden sind, aber wo man, denke ich, noch sehr viel mehr machen kann. Und wie schmerzhaft das ist, wenn sowas nicht funktioniert, das muss ich Ihnen nicht sagen, hat man ja während der Corona-Epidemie erlebt, als die Grenze wieder zugemacht wurde, wo man in Berlin das oder auch manchmal in Paris beschlossen hat, ohne zu wissen, welche Sensibilitäten oder welche Realitäten hier gerade Saarland, Mosel, aber auch natürlich Elsass und Baden-Württemberg und so weiter, es hier gibt, ja, wo die Menschen, ja, das werden Sie, denke ich, bestätigen, manchmal gar nicht mehr gemerkt haben, dass es überhaupt eine Grenze gibt, wo, weil man einfach auch von französischer Seite bei DM und Rossmann einkauft, ja, und solche, und oder das Baguette dann in Vorbach und solche Dinge. Also das sind natürlich Sachen, die weiter ausgebaut werden müssen. Und dann natürlich Punkte Klima, Umwelt, die uns natürlich hier alle betreffen. Manchmal natürlich auch Fragen der Atomkraftwerke. Auch das spielt in der Grenzregion natürlich eine wichtige Rolle. In Deutschland kann das eine Landesregierung beschließen, irgendwelche Fragen in dieser Richtung. In Frankreich ist es immer natürlich Paris. Aber so haben wir natürlich hier mit diesen verschiedenen Euro-Distrikten oder die Großregionen hier für uns Strukturen, die schon existieren, die aber immer wieder auch mit Leben oder neu belebt werden müssen. Da spielen Städtepartnerschaften eine wichtige Rolle, aber auch, und das ist auch eine Neuheit, durch den Aachener Vertrag, die deutsche-französische Parlamentarische Versammlung. Parlamentarier aus beiden Ländern treffen sich regelmäßig, bringen Ideen ein, die dann in den jeweiligen Parlamenten in Paris und Berlin dann eben auch diskutiert werden. Das ist eine, ich denke, war auch einer der großen Erfolge dieses Aachener Vertrages, der natürlich einmal gebremst wurde, auch durch die Pandemie. Interessant natürlich jetzt, was natürlich die Sache auch nicht eigentlich einfacher macht, nach den letzten französischen Parlamentswahlen, haben sie natürlich auch jetzt sehr viele Rassemblement National, also Abgeordnete, so wie man auf deutscher Seite natürlich auch AfD-Leute hat, die manchmal natürlich auch andere Ideen von deutsch-französischen Beziehungen haben, als wir hier vielleicht. Aachen, natürlich die Stadt von Karl dem Großen, ganz kurz Karlspreis, natürlich hat man das hier in Aachen aufgrund dessen gemacht, Städtepartnerschaft steht dahinter, Aachen-Reims, natürlich auch symbolisch hier die beiden mit den Kathedralen. Interessant dabei aber auch, der Élysée-Vertrag war ein bilateraler Vertrag, den de Gaulle auch bewusst so wollte, um sich sagen, um Amerika, die USA so ein bisschen wieder über den großen Teich zu schubsen. Der Aachener Vertrag, ein resolut europäischer Vertrag, deswegen hat man es in Aachen gemacht, sondern im Herzen Westeuropas, muss man sich wahrscheinlich sagen, unter Anwesenheit der damaligen drei Vertreter der verschiedenen europäischen Institutionen. Ja, Aachen hier. Und so hat man dann, ja, da komme ich zum Schluss, jetzt 2023, nachdem ja auch im Herbst 2022 es dann doch Spannungen gab zwischen Paris und Berlin. Ein Ministerrat wurde verlegt, weil man der Meinung war, man kommt da irgendwie nicht zu großen Entscheidungen. Und wir sehen hier, sagen, Plantu hat seine alte Karikatur mit Merkel und Macron dann wieder in gewisser Weise angepasst an die neue neuen Kanzler Olaf Scholz. Wir sagen euch, dass wir uns lieben und hier dass die Gesellschaften sagen, wir sind nicht überzeugt, macht mehr. Ja, und das, denke ich, ist auch eine der Botschaften, denke ich, dieses 60. Geburtstages Élysée-Vertrag. Ja, dass ich glaube auch, dass aus den Gesellschaften schon sehr viel mehr Initiativen kommen, sehr viel mehr gewollt wird. Und man hat dann in Paris und Berlin
dann immer noch gewisse Bremsen, ja, und auch wenn man sich natürlich jetzt getroffen hat und auch neulich natürlich in Paris Scholz, Macron und Zelensky, kein Zufall, dass Scholz dann da war, diese Symbolik, ja, aber wir stellen dann doch fest, das war aber immer so, dass natürlich die Interessen in Deutschland und in Frankreich unterschiedliche sind und es ist aber immer so gekommen in den letzten 60 Jahren oder vielleicht auch schon davor, dass trotz unterschiedlicher Interessen man immer wieder Kompromisse gefunden hat. Das ist die große, vielleicht das große Geheimnis der deutsch-französischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber es ist eben auch wichtig, und das glaube ich ist auch eine Botschaft von heute, dass man diese Beziehungen und auch diese Versöhnung immer pflegen muss. Ja, wenn wir überlegen, Brexit, hätten wir uns vor 15 Jahren nicht vorgestellt, dass das mal ein Land aussteigt aus der Europäischen Union. Wir hätten uns auch nicht vorgestellt, dass es irgendwie einen Krieg in Europa wieder geben würde. Ja, deswegen ist dann auch hier das irgendwie mein letzter Satz jetzt hier, dass bei allem, was gut läuft, aber wir immer auch, und jeder ist da ja angesprochen, immer noch mehr machen kann, damit diese deutsch-französischen Beziehungen immer weiter gut laufen, besser laufen und auch neue Aspekte aufgenommen werden, damit diese, und gerade natürlich auch die Sprachenfrage, ja, das ist deswegen, Saarland will ein zweisprachiges Land werden, ja, das will ja schon länger, ich glaube, also so richtig der Durchbruch, aber korrigieren Sie mich, ist da noch nicht erfolgt. Aber wir haben natürlich in Frankreich die große Probleme, noch stärker als hier in Deutschland, dass immer weniger Deutsch lernen. Das ist, merken wir an der Uni in Metz, das merkt man aber auch in den Schulen. Und das ist ein permanentes Problem natürlich, was man schon lange hat. Aber so in diesem extremen Ausmaß dann doch nicht, dass man versuchen muss, um die jungen Franzosen und die jungen Deutschen dazu zu bringen, die jeweilige Partnersprache zu lernen. Wirtschaftliche Argumente bringen nichts anscheinend, weil man weiß, wer in Lothringen Deutsch kann, hat einen Job. Trotzdem wird zweite Sprache dann häufig Spanisch gewählt. In Deutschland schlägt sich das Französische mit dem Latein natürlich häufig auch noch, was ich auch in Deutschland nicht verstehe, dass eine tote und eine lebendige Fremdsprache in Konkurrenz stehen müssen. Englisch ist sowieso, ich meine, das ist keine Frage. Das, ja, also hier gibt es viel zu tun und ich denke, dass eben deutsch-französische Beziehungen nicht nur auf Englisch stattfinden können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Feil, für Ihren sehr interessanten Vortrag. Und bevor wir mit der Diskussionsrunde starten, möchte ich mich Ihnen natürlich auch kurz vorstellen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Gäste. Schön, dass Sie heute da sind, um mehr über den Élysée-Vertrag und die deutsch-französische Freundschaft zu erfahren. Mein Name ist Paul Langer und ich studiere deutsch-französische Kommunikation und Kooperation an der Universität des Saarlandes und an der Universität de Lorraine in Metz und arbeite nebenbei in der Redaktion Grand Est der Saarbrücker Zeitung. Und wie Herr Holl es schon gesagt hat, ich war letztes Jahr Student bei Ihnen, Herr Professor Dr. Feil, und ich kann Sie beruhigen, ich bin mit der Klausurnote zufrieden. Also es gibt kein Problem. Ich auch. Ja. Mit Ihrer Note. Okay. Ja, ich kann mich auch nicht beschweren. Das stellt also heute kein Problem dar. Jetzt möchten wir aber mit der Diskussionsrunde starten, bei der Sie Ihnen die Fragen stellen können. Der Herr Holl wird mit dem Mikrofon rumgehen. Ich werde aber mal mich mit einer Eingangsfrage an Sie wenden. Sie haben jetzt erzählt, wie die deutsch-französischen Beziehungen durch den Élysée-Vertrag zustande gekommen sind und was sich daraus entwickelt hat. Lassen Sie uns aber noch einen Blick ein bisschen weiter in die Zukunft werfen. Was könnte denn ein weiteres deutsch-französisches Ereignis sein mit einer ähnlichen Symbolkraft, braucht man nicht sagen, eine Symbolkraft wie der Élysée-Vertrag, das werden wir nicht mehr erleben. Aber was muss der nächste große Schritt im deutsch-französischen Verhältnis Ihrer Meinung nach werden? Also zum einen bin ich ja Historiker und gucke deswegen selten in die Zukunft. Das ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil diese Frage ist natürlich momentan ganz eng gebunden an den Krieg in der Ukraine.
Ja, da sehen wir, dass es da natürlich deutsch-französische Konzentrationen gibt, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Jetzt liest man in der Bild-Zeitung, dass angeblich neulich bei dem Treffen mit Zelensky in Paris in gewisser Weise Druck ausgeübt worden sei auf den ukrainischen Präsidenten, dass man irgendwie doch einen Friedensvertrag irgendwie machen müsste. Also, um jetzt mal sagen, völlig eine utopisch in gewisser Weise das zu formulieren, wäre es natürlich eine großartige Leistung der Deutschen und Franzosen, aber man kommt da ohne die Amerikaner auch nicht weiter, wenn es in der Tat einen Friedensvertrag geben würde, der den Ukrainern ihre Territorium so weit zurück begibt, ja, dass diese traditionellen Grenzen dann wieder existieren, dann ist die Frage Krim oder nicht Krim. Also da denke ich, haben Deutsche und Franzosen eine ganz wichtige Rolle in den nächsten Monaten, um diesen Krieg in der Ukraine zu beenden. Ich denke, es ist wichtig, und das Interessante ist ja auch zu beobachten, ich weiß nicht, ob Sie neulich oder vor ein paar Tagen Olaf Scholz gesehen haben im Interview mit Maybrit Illner. Er hat nicht einmal den Namen von Macron erwähnt. Er hat häufiger von den USA, Washington und Biden gesprochen. Er spricht dann von den Nachbarn und Partnern, da ist dann Frankreich natürlich mit dabei. Aber wir stellen fest, dass natürlich, das ist natürlich auch westdeutsche Tradition, dass man natürlich bei solchen Fragen, auch Panzerfragen und Sicherheitsfragen, vor allen Dingen in die USA guckt und dann da den wichtigen Partner glaubt zu haben. Das mag auch mit beiden richtig sein. Ich denke aber, dass es in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, ein großer Fehler war von deutscher Seite, dass man auf diese Avancen, die Emmanuel Macron gleich nach seiner ersten Wahl gemacht hat, dass da von deutscher Seite, und da muss man ja Angela Merkel nennen, man kann sagen, am Anfang konnte sie nicht, weil sie musste ihre Regierung bilden, okay, aber es kam dann doch zu wenig, um auf Macron zu antworten. Und das, denke ich, ist eine ganz, man hat sich dann irgendwann wieder arrangiert, und, aber ich denke, es ist wichtig, und ich glaube, Helmut Schmidt hat es gesagt, wenn er eine Entscheidung treffen wollte, hat er sich erstmal vorgestellt, was würde Valérie dazu sagen, die Skalistin. Und das, denke ich, ist wichtig auch, in den deutsch-französischen Beziehungen, sowohl Macron als auch Scholz, müssen sich, denke ich, erstmal überlegen, was denkt man in einer anderen Hauptstadt. So, denn in den USA sind bald wieder Wahlen und man mag ja momentan auf Biden setzen können, solange er noch da ist. Nur was in den nächsten Wahlen kommt, das weiß man nicht. Ob nun Trump wiederkommt, glaube ich vielleicht eher nicht, aber dass die Republikaner gewinnen, ist ja natürlich nicht völlig ausgeschlossen. Und Biden will sich ja noch mal anscheinend noch mal wieder aufstellen, was er auch mutig ist in seinem Alter. Also denke ich, ist es wichtig für die deutsch-französischen Beziehungen, dass man innerhalb auch der NATO die europäische Macht stärkt. Ich denke, es macht keinen Sinn, außerhalb der NATO da irgendwas zu machen. Nur, wir können nicht immer auf die Amerikaner setzen. Gestern oder vorgestern mit einem gesprochen, der sagte, die Deutschen haben sich auch immer leicht gemacht. Sie haben das billige Gas und Öl aus Russland oder Sowjetunion sich geholt. Sicherheitspolitik, das machen schon irgendwie die Amerikaner. Und damit machen wir dann Politik und halten uns dann in gewisser Weise aus den großen Fragen raus. Das geht nicht. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich irgendwann sozusagen sage, wir 2%. Um jetzt die deutsche Bundeswehr wieder aufzubauen. Ja, und ich denke, dass natürlich die Franzosen da gerade bei solchen strategischen Fragen einen Vorsprung haben, weil sie haben immer strategisch gedacht, anders als die Deutschen in den letzten Jahrzehnten. Und so denke ich, müssen wir in Europa dieses deutsch-französische Motor stärken, um den Krieg in der Ukraine auch irgendwie zu beenden. Aber immer nach Möglichkeit in Absprache mit den Amerikanern. Ja, und das ist für alle eine Herausforderung. Aber ich denke, das ist neben der Klimafrage, wo es auch sehr unterschiedliche Positionen gibt auf beiden Seiten des Rheins oder der Grenze. Aber das Wichtige erstmal finde ich, da zitiere ich Willy Brandt, ohne Frieden ist alles nichts.
Wir können dann demnach festhalten, ohne vertiefende Konsultationen zwischen Deutschland und Frankreich wird es keine weiteren großen Errungenschaften in der Europäischen Union geben. Und eine mögliche wäre ein Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine mit der Beibehaltung der territorialen Souveränität der Ukraine. Und dann würden wir gerne beginnen mit der Fragerunde. Der Herr da hinten hatte sich als erster gemeldet. Ein Fehler ist da drin. 1944, als die deutsche Wehrmacht in Frankreich zurückgedrängt wurde, sollte der Urlaubsort Paris den Erdboden gleichgemacht werden. Diesen Befehl hatte Adolf Hitler an Kesselring, den Oberbefehlshaber der Wehrmacht, erteilt. Und dieser Befehl wurde an den Oberkommandierenden West weitergegeben. Keitel war nicht Kesselring. Der West war Kesselring, der Oberbefehlshaber. Und Kesselring hat seinen Stab befohlen, sofort mit den französischen Widerstandskämpfern Verbindung aufzunehmen und mit denen abzumachen, dass Paris nicht im Kampf aufgegeben wird, sondern Paris zur freien Stadt erklärt würde. Ich darf Sie bitten, zu Ihrer Frage zu kommen, an Herrn Professor Pfeil. Und abgezogen wird. Und somit ist Paris erhalten geblieben, sonst wäre das Paris das Schicksal, was Berlin später gekriegt hat, nicht entgangen. Also ich glaube, das war von Scholzitz, der das entschieden hat für Paris, wobei es auch da, und es gibt auch diesen Film, der gar nicht so alt ist, Diplomatie, wo das thematisiert wird, diese Frage. Ja, also das natürlich, wenn Paris zerstört worden wäre im Zweiten Weltkrieg, dann denke ich, hätte man auch bei den deutsch-französischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg größere Probleme bekommen, als man sie dann hatte. Weil das ist keine Frage. Wir können dann hier vorne weitermachen. Da vorne gab es die nächste Meldung in der ersten Reihe. Ja, die fehlende Reaktion auf die Sabon-Rede haben Sie schon erwähnt, wäre meine Frage auch gewesen. Ich erweitere sie. Weimarer Dreieck ist eingeschlafen. Wäre das nicht wichtig, dass Deutschland und Frankreich versuchen, Polen nochmal in diese Dreierbeziehung zu bekommen? Und in zwei Anmerkungen zur Historie. Ich habe gerade das Buch von Donani gelesen, Nationale Interessen. Da steht drin, dass die Präambel im Élysée-Vertrag auf Initiative der Amerikaner reingekommen ist und nicht auf Initiative der Bundesrepublik Deutschland. Das eine. Und das zweite, hier lebt ja der Rainer Hudemann, den kennen Sie, hat ja eine lange Zeit auch in Paris gelehrt, Historiker wie Sie. Und der sagte, er hätte in Dokumenten von Ende der 46, 47 Dokumente gefunden, handschriftlich von de Gaulle, dass der sich schon damals für die deutsch-französische Freundschaft ausgesprochen hat. Also früh genug hätte de Gaulle das fundiert, perspektivisch, dass er direkt gesehen hat, wir brauchen auf jeden Fall auf europäischem Boden diese Freundschaft zwischen diesen beiden Nationen. Mein erster Punkt von Ihnen, was war der erste? Der erste Punkt, Weimarer Dreieck. Weimarer Dreieck. Bonn-Rede ist klar, ne? Ist natürlich, genauso verärgert wie Sie. Ist natürlich gar nicht so einfach mit der aktuellen polnischen Regierung. Das Weimarer Dreieck wiederzubeleben, wenn man sieht, was die polnische Regierung, das mag auch Wahlkampfgründe haben, innenpolitische Gründe haben in Polen, da auch Reparationen, Sie werden es auch wissen, fordert von der Bundesrepublik und so weiter. Also Weimarer Dreieck, ja, war immer schon eine Totgeburt, würde ich fast sagen. Am Anfang war es auch nicht sonderlich aktiv, weil es da unterschiedliche Interessen gibt. Die Deutschen haben da immer sehr viel mehr Interesse gehabt, natürlich in Richtung Osteuropa, Richtung Polen, aus historischen, geografischen Gründen. Dass es wünschenswert wäre, gar keine Frage. Es ist einfacher, als Tusk noch Regierungschef war in Warschau, war es einfacher, als es heute der Fall ist. Und man muss mal gucken, wie es in den nächsten Jahren ist. Aber wir stellen ja fest, jetzt in der Zeit des Ukraine-Kriegs,
welche neue Rolle Polen einnimmt, eigentlich auch im Blick der Amerikaner. Das ist ja kein Zufall, dass Biden in Warschau die Rede hielt, dass Polen, die polnische Armee, jetzt nehmen wir Ukraine mal raus, dass die polnische Armee die größte Armee Europas sein wird. In weniger Zeit. Also größer als die Französische, also keine Atomwaffen, aber größer als die deutsche und größer als die französische. Ja, von Donani. Wäre schön gewesen, wenn er das Buch nicht geschrieben hätte, oder? Also ich bin jetzt Hamburger und er war ein guter Hamburger Bürgermeister, aber das Buch hätte er sich sparen können. Aber nicht aus den Gründen, was den Élysée-Vertrag angeht. Da hat er natürlich recht, also Élysée-Vertrag. Es gab im Vorfeld ja schon Kritik an dieser Idee. Es gab innerhalb der CDU die sogenannten Atlantiker, Ludwig Erhard gehörte dazu, und es gab die sogenannten Gaullisten, zu denen gehörte Franz Josef Strauß, die also alle waren für eine deutsch-französische Kooperation. Nur der Akzent war anders, bei den Atlantikern war klar, bei Erhard, unsere Priorität ist Washington, und die anderen haben die Priorität eher in Paris gesehen. So. Es gibt ganz kritische, auch der damalige Botschafter, der deutsche Botschafter Blankenhorn in Paris, gibt Zitat von ihm, dem stehen die Haare zu Berge, was diesen Élysée-Vertrag angeht, weil man natürlich, wir müssen uns nochmal vorstellen, der 63, 61 Mauerbau, 62 Kuba-Krise. So, das waren weltpolitische Ereignisse. Und dass man dann in der Bundesrepublik dann doch die Sicherheit eher in Washington sieht, aufgrund auch der natürlich der amerikanischen Präsenz auf westdeutschem Boden, ist natürlich keine Frage. Dass die Amerikaner massiv Druck ausgeübt haben auf die Bundesregierung, ist auch kein Geheimnis. Auch innerhalb der SPD gab es, die Mehrheit der SPD war auch natürlich, alle waren für Annäherung mit Frankreich, nur auch innerhalb der SPD guckte man dann auch eher entweder nach Großbritannien, Ollenhauer war im Exil in Großbritannien, andere auch, und man guckte natürlich auch nach Washington. Also natürlich war USA da wichtig, und der Spruch von de Gaulle nach dieser Präambel war ja auch, er sei Jungfrau geblieben, weil diese Heirat nicht vollzogen worden sei. Ja, wir haben da hier eine sehr militärische Sprache, sagen wir mal, bei de Gaulle. Oder der andere Spruch, Verträge sind wie junge Mädchen, sie dauern nur ihre Zeit. Ja, also das dürfte man heute auch gar nicht mehr sagen. So, aber Adenauer antwortet dann ja, er kennt sich mit... auch gerade mit Rosen, ja, also junge Milch und Rosen, und also in seinem Garten in Rhöndorf. Und auch die Rosen würden gerade in diesem Winter 63, war sehr kalt, sehr viel resistenter sein, und so seien auch junge Mädchen und Verträge. Was jetzt so ein bisschen. So, also klar spielt die USA eine wichtige Rolle. Dritter Punkt. Ich habe mir keinen Zettel mehr mitgenommen, dummerweise. Also, das müssten die beiden gewesen sein. Nee, da waren drei Dinge. Sorbonne. Ja, also das ist, ich denke, das ist eine große Fehler der bundesdeutschen Europapolitik gewesen, dass man auf die Sorbonne redet. Und andere, er war ja auch am Bundestag, Macron, und sagte, je vous aime. Muss man erstmal machen, ne? Also und da kam nichts. So, und deswegen wird man natürlich die Historiker in den nächsten Jahren, wenn sie auf die bundesdeutsche Außen- und Europapolitik, Weltpolitik gucken werden, da sehr große Versäumnisse feststellen. Davon gehe ich auch, gerade auch natürlich, was die Politik gegenüber Russland angeht. Achso, ja, genau, komme ich da noch drauf. Ja, da beobachten wir ja auch, was die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern momentan angeht, also was da an Geldern lief und was da, also gerade mit dem Gas und dem Ganzen da, also Pipeline, Macron hat Merkel von Anfang an gesagt, hör mit deiner Nord Stream 2 Pipeline auf. Na, nö, gut. Gazprom hat anscheinend da Geld nach Schwerin
transferiert oder dass man da einfach den großen Speicher da in Niedersachsen an Gazprom verkauft. Ja, also was ist das für eine Energiepolitik? Also da haben die großen deutschen Parteien, ja, also es ist ja lange Jahre große Koalition gewesen, ihre Verantwortung und das wird man sicherlich dann noch mal genauer irgendwann wissen. Frankreich und auch de Gaulle, das ist ja, das ist eine komplexe Geschichte nach dem Krieg. Man muss gucken, an wen de Gaulle sich wendet in seinen Reden. Wenn er sich an die französische Armee in Trier wendet, gibt es auch eine Rede, dann ist er hart. Wenn er sich aber an die deutsche Bevölkerung wendet, dann ist es ein anderer Diskurs. Also das wusste er. Man wusste natürlich, ich habe vorhin gesagt, die französische Besatzungsmacht hat in dem Sinne, wenn man sieht, wie Frankreich in der Krise war nach dem Krieg, Unmengen an Geld in den Wiederaufbau von Mainz gesteckt. Der Mainzer Dom wurde von den Franzosen aufgebaut. Das konnte man natürlich, das war gerade eine schwarze Kasse. Was hätte man der französischen Bevölkerung nicht verklaren können, dass man in dem Moment da in Mainz Millionen Franc oder ancien Franc reinsteckt. So, und deswegen muss man bei de Gaulle immer gucken, der Saarbrücker Kollege Dietmar Hüser, also der Nachfolger von Hudemann, hat ja ein Buch geschrieben, doppelte französische Deutschlandpolitik. So. Also es gab immer zwei Diskurse. Der eine war, der richtete sich an Frankreich, um die Leute nicht zu verunsichern, da an Frankreich, und der andere richtete sich an die Amerikaner oder auch an die Deutschen. Und deswegen muss man mal gucken, in welche Archive und in welchen Kontext eine Rede gehalten wird, in welchem Kontext ein Dokument formuliert wird. Das ist eine ganz komplexe Angelegenheit, diese französische Deutschlandpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch de Gaulle ist da nicht, wie gesagt, man muss gucken, an wen er sich wendet. Und deswegen spielte in gewisser Weise auch de Gaulle damit. Aber man stellt natürlich fest, dass die Bizone war kein Problem. Der musste natürlich auch wieder die Franzosen gedrängt werden, um dann sagen, die französische Zone mit reinzunehmen in die Trizone, aus der dann die Bundesrepublik wurde. Also alles das zeigt, dass Frankreich da Probleme hatte. Frankreich war natürlich auch geschwächt. Das muss man sich auch. De Gaulle musste stur sein, weil Frankreich wirtschaftlich am Boden lag. Und das ganze Kolonialreich noch im Hintergrund hatte, was auch anfing, aufrührerisch zu werden. Also das zeigt die ganze Problematik Frankreichs. Und natürlich auch diese Institutionen, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, waren alle auf dem linken Rheinufer. Weil, wenn man das abgetrennt hätte, hätte dieser Rheinlandstaat eine Universität gehabt in Mainz und hätte andere Dinge gehabt. Also deswegen gab es kurzfristig mal Überlegungen, in der Tat eine Abtrennung, aber die Amerikaner haben da, denke ich, dann sehr viel Druck ausgeübt, auch gerade mit dem Marshallplan. Sie sehen die Komplexität der deutsch-französischen Geschichte, die lässt sich auf gar keinen Fall in anderthalb Stunden erzählen. Deshalb sind wir froh, dass wir noch ein paar Minuten länger dranhängen können. Und die nächste Frage gab es hier links von dem Herrn dort am Tisch. Dankeschön. Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Auflistung der Weg zur deutsch-französischen Freundschaft. Aber einen Punkt habe ich dabei vermisst. Und das ist der Studentensturm vom 6. August 1950 in St. Germanshof. Wissen Sie davon? Ja. Der wird ja als Wiege Europas bezeichnet. Das heißt, da haben also Deutsche, Französische und noch weitere Jugendliche aus weiteren 7 europäischen Ländern die Schlagbäume durchsägt, um dann schon für ein Europa ohne Grenzen zu sein. Und dieser Tag ist ja genau 80 Jahre nach dem 6. August 1970, als sich die Deutschen und die Franzosen auf den Spücherer Höhen hier ganz in der Nähe die Köpfe eingeschlagen haben. Also das wird häufig vergessen, weil es eigentlich ein kleines, aber sehr wichtiges Ereignis ist. Und auf der Europawiese haben die dann gemeinsam 9 Nationen 2 oder 3 Tage lang gefeiert. Ja, also Sie haben recht, ich habe es vergessen. Mea culpa. Es gab im St. Germanshof gab es diese Aktion, es gab auch eine andere Aktion, wo dann der spätere Kanzler Kohl beteiligt ist. Wenn Sie Kohls Memoiren lesen, dann finden Sie das, wo er es mit anderen Leuten woanders zersägt und verbrannt, glaube ich, sogar auch diese Grenzbäume.
dass wir das, wir machen gerade, ich hab, Sie sehen, das deutsch-französische Jugendwerk wird ja auch 60 dieses Jahr. Und wir haben ein Projekt mit denen zusammen, 60 Jahre, 60 Orte. Das wird eine Internetkarte werden. Und einer dieser Orte ist St. Germanshof. Sehr schön, ja. Kennen Sie die Website, wo Sie sich da einklinken können mit historischen Ereignissen, auch Filme, kleine Videos? Ja. Sie tiezen vor Job. Ich war sogar schon mal da. Ja, okay. Eine zweite Anmerkung, der Handschlag von Mitterrand und Kohl über den Gräbern von Verdun. Ich denke, der hat wesentlich größere Symbolik, als man nur diese Hand, dass sie sich gegenseitig die Hand holen oder Mitterrand die Hand von Kohl genommen hat. Die muss man im Zusammenhang mit den drei Sätzen sehen, die gesagt haben, wir haben uns versöhnt, wir haben uns verständigt, wir sind Freunde geworden. Und das sollte eigentlich, das Bild ging um die ganze Welt, das sollte eigentlich der Welt zeigen, guckt her, wir waren Erzfeinde und heute sind wir Freunde. Also ein Zeichen setzen in die Welt, dass aus Feinden Freunden werden. Und diese Symbolik, die, man spricht immer nur vom Handschlag, aber was dahinter steht, denke ich, sollte man auch sehen. Ja, aber dann wird es wieder kompliziert, wie Paul, wie Sie es eben gesagt haben. Weil, ich habe vorhin gesagt, Verdun. So, man gedenkt aber der Opfer beider Weltkriege. Und da wird es problematisch. Ich habe ja kein Problem, wenn der deutsche Kanzler und der französische Präsident in Verdun der Opfer des Ersten Weltkrieges gedenken. Und der Zweite Weltkrieg ist eine andere Nummer. Das war eine Guerre d'Extermination, den die Deutschen geführt haben, um Völker auszulöschen. So, und Helmut Kohl, muss ich hier sagen, bei der Unionsstiftung, findet man in den Quellen in Berlin, sagt, wir wollen Schlussstrich ziehen. Und er macht das ja ganz deutlich in Bitburg, kurze Zeit später, wo es dann ja wo er dann mit Reagan sich auf einem Friedhof trifft, wo SS-Leute liegen. So, und da würde ich sagen, sieht man dann doch, dass dieser Schlussstrich Politik in dem Moment ein Fehler war und die Geschichtspolitik die Bundesrepublik zurückgeworfen hat über Jahrzehnte. Denn man muss ja sagen, in dem Moment, wo sich Willy Brandt in Warschau 1970 niederkniet und sich entschuldigt für die deutschen Verbrechen, obwohl er selber im Exil war und letztlich Opfer auch des Dritten Reiches war, war man da schon sehr viel weiter. Und dann sagt Kohl in diesem Zeitraum zu dem ungarischen Ministerpräsidenten, wir wollen einen Schlussstrich ziehen, deswegen ist das ein Zitat. So, und man kann natürlich kann man sich mit den Opfern da beschäftigen, aber die Frage ist natürlich, wer waren die Täter? Und da ist man natürlich auf deutscher und französischer Seite nicht auf einer Ebene, sondern man muss sich die Frage stellen, welche Verantwortung hatte die deutsche Gesellschaft für die Verbrechen des Dritten Reiches? Und man kann sagen, das Gute an Verdun und vor allen Dingen Bitburg war, dass sich an dieser Kritik an diesen beiden Ereignissen sich dann eine Bewegung sozusagen begann, die fragte, welche Rolle hatten die jeweiligen Gesellschaften, die auch guckten, vor Ort, also so regionalgeschichtlich, mein Dorf, mein Ort im Dritten Reich, was dann sehr deutlich macht, wer war der Ortsgruppenleiter. Ich habe es damals, meine Doktorarbeit war über Heide, Schleswig-Holstein, wo ich groß geworden bin, im Dritten Reich. So, und da sieht man eben, natürlich die Familien gibt es ja heute immer noch, aber das war am Ende auch gar kein Problem. Ja, also ich denke, es ist wichtig, dass man bis heute eben weiterhin auch eben die Verantwortlichkeiten nicht vermischt. Und wir werden auch, ich habe irgendwann in der deutschen Presse jetzt wieder, das ist Putins Krieg, ja natürlich, aber es ist auch ein Krieg der russischen Gesellschaft. Weil die kann man nicht ausschließen aus dieser ganzen Sache. Wenn sie
die Verantwortlichkeiten haben für die Verbrechen, die da begangen werden momentan. Deswegen wird man, wenn der Krieg hoffentlich irgendwann mal zu Ende ist, auch an die russische Gesellschaft die Frage stellen müssen, welche Verantwortung habt ihr dafür, dass Putin so lange an der Macht war, dafür, dass was da alles mitläuft. Und ich bin der Meinung, wenn eine relativ freie Wahl heute wäre, würde Putin das locker gewinnen. Ja, also sind das immer Fragen auch an die Gesellschaften, die sich in solchen Sachen stellen. Und ich finde, da haben Deutsche und Franzosen mittlerweile, auch dank des Deutsch-Französischen Jugendwerks und anderen Organisationen, gerade auch der Städtepartnerschaften auch, sehr viel geleistet. Und deswegen werden ja auch nach deutsch-französischem Vorbild, sage ich mal, ist vor 3-4 Jahren vielleicht jetzt schon ein deutsch-griechisches Jugendwerk gegründet worden, weil man eben diese Geschichte des Zweiten Weltkrieges mit Jugendlichen da aufarbeiten will. Und es gibt jetzt bald ein deutsch-israelisches Jugendwerk. Ja, also solche Dinge gibt es, deutsch-polnisches gibt es schon länger. Also deswegen ist es wichtig, gerade auch im Sinne dieser Versöhnung, dass man immer wieder auf allen Ebenen sich dieser Vergangenheit stellt und eben nicht den Schlussstrich zieht, sondern ganz genau guckt, was war vor Ort, was war da los, wer hat die Verantwortlichkeiten, und das befreit am Ende auch. Sie haben gerade die Verantwortung in der Gesellschaft angesprochen. Wenn wir da jetzt den Fokus auf das deutsch-französische Verhältnis legen, Sie haben auch eben gesagt, das abnehmende Interesse bei Franzosen an der deutschen Sprache kann ich nur bestätigen von meinem Erasmusjahr in Metz. Wenn man Leute außerhalb des deutsch-französischen Studiums trifft, da können zwei von 10 Leuten sagen, ich kann mich auf Deutsch ein bisschen verständigen. Welche Verantwortung sehen wir denn da in den nächsten Jahren, um unter anderem die Deutschlandstrategie, die es ja mal im Departement Moselle gab, die es ja noch gibt, aber die von Leben nicht erfüllt ist. Wir haben aber eine mit relativ viel Leben erfüllte Frankreich-Strategie des Saarlandes, je nachdem, wie man es betrachtet. Und welche Verantwortung steht denn da für den Spracherwerb der beiden Gesellschaften, um dieses deutsch-französische Verhältnis nicht in Vergessenheit geraten zu lassen? Das Problem auf Lothringer Seite ist, dass der dafür zuständig ist, für die Deutschlandstrategie, der ist beim Rassemblement National. Der ist von der Parti Socialiste gewandert zum Rassemblement National. Und das macht das nicht einfacher. So, der ist Monsieur Allemagne von Marine Le Pen. So, den kann man aber nicht einfach entlassen. Also müsste man eine zweite Person einstellen, der sozusagen, ich weiß nicht, ob das mittlerweile gemacht worden ist, der sich mit dieser Deutschlandstrategie beschäftigt. So. Ja, und das zeigt natürlich, dass man in Frankreich natürlich sehr viel stärker noch als in Deutschland, auf sehr vielen Ebenen natürlich mittlerweile auch Front National, Rassemblement National, Leute hat, die eine Rolle spielen. Die letzten Wahlen haben wir gezeigt, gerade in der Moselle, dass die Wahlkreise gewonnen worden sind vom Rassemblement National, gerade hier auch in der Grenzregion. Ja auch. Das macht das nicht einfacher. Ich fand das in dem Sinne eine sehr gute Idee von Ihrer Ministerpräsidentin, dass sie sozusagen für diese Kulturbevollmächtigte für die Beziehung mit Frankreich, dass sie den Christoph Arendt genommen hat, einen Lothringer, der sozusagen ihr Chef de Cabinet ist. Das ist eine große Symbolik. Gute Idee, fand ich, der bei den Wahlen seinen Wahlkreis verloren hatte als Macronist. So, also das mit der Sprache, das ist so, jetzt kam auch zu 60 Jahren, in den Seevertrag kam ein gemeinsames Papier, wie man diese Sprachenfrage wieder der Leben entwickeln will. Wenn man sich das durchliest, dann fällt man um und sagt, das ist null, also nichts Neues. Aber die Argumente sind auch schwierig. Ja, ich habe vorhin gesagt, wirtschaftliche Gründe bringen nichts, obwohl sie objektiv da sind, bringen nichts. Nehmen wir das Beispiel, vor 10 Jahren, weiß ich mir ganz genau, gab es mal Tokyo Hotel, die haben in Frankreich einen großen Erfolg gehabt, also der aktuelle Freund von Heidi Klum, ne, mit seinem, ne? Alle Deutsch lernen in Frankreich, aber alle. Viele und die Goethe-Institute konnten sich kaum retten vor Deutschlernern. So, das war ein Strohfeuer. So, das ist wieder vorbei. Interesse
man sieht natürlich ist, wenn ich wohne in Paris, da gibt es Kneipen, die heißen Berlin. Also das gab es vor 20 Jahren nicht. Also es gibt ein größeres Interesse an Deutschland, auch in Frankreich. Meinungsumfragen, die regelmäßig gemacht werden, zeigen, dass man immer noch sagen, den liebsten Partner, der ist immer auf der anderen Seite des Rheins, man hat gute Meinung von dem Nachbarn. Es schlägt sich aber bei der Wahl der zweiten Fremdsprache da nicht durch. Und man muss da wahrscheinlich an die Eltern noch stärker rangehen, weil meistens sind ja dann noch die Eltern, die dann entscheiden, ob der Sohn oder die Tochter dann welche Sprache sie dann lernen. Aber es ist, in Frankreich wird immer gesagt, muss man sich auch in die eigene Nase fassen, häufig, ich glaube, dass die Englischkollegen die Sprache sehr viel sexier unterrichten als die Germanisten in Frankreich. Ja, da sind immer noch die Conjugaison und die Déclinaison sehr viel wichtiger als irgendwie diese Idee, es reicht, aber sprich einfach los. Man sieht das ja auch im Unterricht. Ja? In dem gemeinsamen Kurs, wo ja so, sag mal, prinzipiell die Hälfte Deutsche, Hälfte Franzosen, war es lange so, also bis Corona kam. Ja, man hat ja unterschiedliche Mentalitäten ja eben auch in einer Gruppe, die aus Deutschland kommt und die aus Frankreich kommt. Ja, die deutschen Schüler oder Studenten dann, wenn man da diskutiert, die diskutieren mit. Manchmal hat man den Eindruck, das ist bei Paul natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen, dass das Wissen manchmal nicht so da ist. Das mussten Sie jetzt sagen. Die Franzosen haben, glaube ich, mehr Grundwissen, weil sie sehr viel mehr auswendig gelernt haben aufgrund des Systems, sind aber nicht in der Lage, das zu kommunizieren. Oder weniger. Das schafft man irgendwann, nach einem Jahr, zwei vielleicht sogar, dass man dass dann sich das sozusagen im Verhalten angleicht. Und das ist auch ein großer Erfolg dieser deutsch-französischen Studiengänge, dass man dann doch merkt manchmal auch, dass eine Argumentation, die beginnt, ich finde aber scheiße, dass an der Uni jetzt vielleicht nichts zu suchen hat. Bei Paul war das nie so. Dem Satz, dass sich das langsam dann auch besser, möchte ich dann auch schließen, da wir langsam schon sehr den zeitlichen Rahmen etwas überschritten haben. Und hier vorne war ich noch eine Hand. Ja, wir können, wenn die letzte Frage sehr, ich würde, wenn das für Sie möglich ist, würde ich Sie darauf vertrösten, dass wir gleich persönlich noch zusammenstehen, denn das ist im Anschluss der Veranstaltung noch geplant, dass Sie hoffentlich alle noch ein bisschen bleiben, ein Glas trinken und können Herr Feil dann auch noch... Machen Sie eine Frage noch, Paul. Na gut, dann werden wir auch noch eine Frage, wenn das auch noch in Ordnung ist, dann machen wir eine ganz schnelle, kurze Frage. Okay, dann werden wir die Frage nachher persönlich stellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei Ihnen für Ihr Interesse und auch bei Ihnen, Herr Professor Dr. Feil, für Ihren sehr interessanten Vortrag zur Geschichte des Élysée-Vertrages. Ich konnte sehr viel daraus mitnehmen. Ich bin mir sicher, Sie auch. Und ich bedanke mich im Namen der Unionsstiftung für Ihr Kommen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns auch eine Google-Rezension im Internet unter www.unionsstiftung.de hinterlassen. Das hilft uns immer sehr weiter, um zu wissen, wie können wir die nächste Veranstaltung optimieren. Und natürlich besuchen Sie auch weitere Veranstaltungen der Unionsstiftung. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und lassen Sie uns doch was trinken.